Hallo zusammen und willkommen zu einem neuen Video. Es geht heute um das Thema Casting, denn neulich habe ich in einem Kommentar gelesen, dass es da jemanden gibt, der mehr darüber erfahren möchte, und da ich einige Erfahrungen mit euch teilen kann, tue ich das an dieser Stelle, denn wir werden uns um die Fragen kümmern: Was erwartet euch beim Casting? Wer ist überhaupt anwesend? Und viel wichtiger ist es, wie geht es nach einem Casting weiter? Das alles und vieles mehr kommt jetzt. Die erste Frage, um die es eigentlich geht, ist: Wie kommt es eigentlich zu einem Casting? Denn im Vorfeld, bevor ihr dort erscheint, passiert unheimlich viel. Da gibt es die Möglichkeit, dass entweder die Produktionsfirma selber jemanden hat, der sich um die Besetzung, also das heißt um das Casting, kümmert, oder das Ganze wird an einen Caster oder an ein Castingbüro übergeben, der dann sich das Drehbuch anschaut und entscheidet oder beziehungsweise Vorschläge macht, wer könnte welche Rolle spielen. Und der Caster, wir gehen jetzt mal von dem Szenario aus, dass ein Castingbüro, wo ein Caster sitzt, sich auf die Suche macht nach der passenden Besetzung. Das passiert sehr oft online, auf bestimmten Portalen, wo Schauspieler angemeldet sind. Oder man geht den Weg direkt über Agenturen und weiß ganz genau, der Schauspieler ist in der Agentur XY und ich möchte den anfragen für dieses Projekt. Du hast wieder ein Projekt für mich? Ich will unbedingt drehen. So können zum Beispiel Castings an einen Schauspieler herangetragen werden. Es gibt auch die Möglichkeit, dass man vielleicht eine offene Ausschreibung macht oder man selber irgendwie im Internet auf Inserate stößt. Und da kann es auch sein, dass man auf diese Weise die Gelegenheit hat, an einem Casting teilzunehmen. Was überhaupt nicht üblich ist in der Branche, sind diese Massencastings, die man aus TV-Shows kennt, wie zum Beispiel Germany's Next Topmodel. Das entspricht sehr wenig der Realität und das ist eigentlich wirklich sehr viel nur Show. Ja, du, also dass du da warst, das war echt nicht nötig. Nee, da muss ich dir recht geben. Aber danke, wir melden uns. Nicht! Nachdem also der Besetzer die Vorschläge oder die Vorauswahl von Schauspielern getroffen hat, die er zum Casting einladen möchte, verschickt er sogenannte Zeitanfragen oder Castinganfragen. Das kann auch telefonisch erfolgen. Dort erfährt entweder die Agentur des Schauspielers oder der Schauspieler direkt die Informationen zum Projekt. Also den Titel, den Kurzinhalt, welche Rolle ist es, wo soll gedreht werden, wann soll gedreht werden und vieles mehr. Wer führt Regie? Also es gibt da ganz viele Eckdaten, die der Schauspieler bekommt. Es geht um einen Kinofilm. Eine Nebenrolle, aber wirklich gut bezahlt. Ein Film von Til Schweiger. Ja. Und anhand dieser kann er entscheiden, ob er am Casting teilnehmen möchte oder nicht. Dann geht es also um den eigentlichen Termin. Und da ist es so, ich habe ja schon gesagt, es gibt diese Massencastings einfach nicht. Man bekommt bei einem normalen Casting, ein Casting, welches in der Branche gang und gäbe ist, bekommt man eine feste Uhrzeit. Man hat also wenig Wartezeit. Man kommt also hin, liefert ab und geht auch wieder. Ach, schön, du auch hier? Ja, ich wünsche dir ganz viel Glück. Ja, ich dir noch ganz viel mehr. Bei einem Casting ist natürlich der Caster, der bereits im Vorfeld die Anfragen an die Schauspieler oder an die Agentur verschickt hat, anwesend. Also das Castingbüro, sage ich mal. Oder auch der Regisseur oft. Oder vielleicht auch, wenn es um die Endauswahl geht, auch manchmal der Produzent. Ich wollte noch anmerken, dass beim Casting sehr oft Schauspielpartner dazukommen. Also ihr habt immer einen Spielpartner in der Regel, der für eine andere Rolle gecastet wird. Ein Schauspieler ist nur so gut wie seine Spielpartnerin. Hm? Oder aber es gibt auch die Konstellation, dass ihr mit dem Caster spielt, der hinter der Kamera ist. Das finde ich ist persönlich schwer, weil man direkt an der Kamera vorbeischauen muss. Man sieht die Kamera immer wieder. Man kann gar nicht abschalten und wirklich in diese Situation eintauchen, die man eigentlich spielen muss. Das finde ich recht schwierig. Ich finde es immer sehr viel besser, wenn zum Beispiel ein Spielpartner direkt auf meiner Blicklinie irgendwie ist und man einfach viel besser spielen kann. Die Frage aller Fragen ist: Was passiert eigentlich beim Casting? Beim Casting ist es so, dass ihr natürlich im Vorfeld gewisse Sachen vorbereiten musstet für das Projekt. Und das heißt, ihr habt Szenen vorbereitet oder vielleicht auch eine Vorstellung von euch. Das alles wird nämlich beim Casting abgefragt. Und den Text, den hast du vorbereitet? Klar, ach, war doch genügend Zeit seit gestern Abend 22 Uhr. Also ihr kommt rein. Ihr müsst euch am Anfang sicherlich auch vorstellen, also auch für die Kamera, kurz erzählen, wer ihr seid, welche Erfahrung ihr bereits vor der Kamera gemacht habt. Was sind auch so Sachen, die
euch auszeichnen? Was sind eure Hobbys? Und da sollte man sich immer einen sehr prägnanten und knackigen Text überlegen, der natürlich ein bisschen heraussticht. Aber das kommt alles immer mit der Übung, finde ich. Nach der Vorstellung geht es entweder um die Fotos, die noch von euch gemacht werden. Es ist selten, aber manchmal werden noch mal so Porträts oder Ganzkörperfotos gemacht. Dauert auch nicht lange, es sind immer so ganz normale Schnappschüsse irgendwie. Und im nächsten Schritt werden die Szenen gespielt, die für die Rolle relevant sind. Also willst du die Szene mal durchspielen, weißt du, damit wir es endlich hinter uns haben? Ja. Das heißt, wenn ihr ein Drehbuch bekommen habt oder Szenen aus dem Drehbuch, dann habt ihr die vorbereitet und spielt sie vor. Das Ganze ist auch nicht sofort nach dem ersten Mal abgefrühstückt. Nein, es kann auch sein, dass ihr das 2- bis 3-mal oder 4-mal spielen müsst mit bestimmten Anweisungen. Das ist vollkommen normal. Man will auch manchmal bestimmte Variationen sehen, weil jeder versteht auch die Rolle ein bisschen anders. Und der Caster arbeitet nie gegen euch, er arbeitet immer für euch oder mit euch, weil er möchte ja auch gute Vorschläge, gute schauspielerische Leistung präsentieren. Und deswegen macht euch keine Sorgen, wenn ihr Szenen irgendwie öfter spielt oder das nicht nach dem ersten Mal fertig ist und ihr gehen dürft. Das ist eigentlich sogar ganz gut, weil ihr die Chance habt, nochmal was Neues auszuprobieren und euch nochmal zu beweisen. Also wollt ihr das mal durchspielen? Ja. Ja. Nach den Szenen kann es manchmal passieren, dass auch eine Improvisation geplant ist. Das heißt, in dem Charakter müsst ihr eine bestimmte Situation darstellen, ohne Textvorgaben. Ihr habt lediglich nur einen gewissen Rahmen, in dem ihr agieren dürft. Und da könnt ihr euch so ein bisschen austoben. Das ist aber optional, ist nicht immer. Wie gesagt, jedes Casting ist unterschiedlich, jeder Regisseur und auch jeder Caster ist unterschiedlich. Aber das sind so die groben Richtungen, in die es beim Casting geht. Gehen kann. Ich habe ja gesagt, es gibt feste Termine, die Wartezeit ist dementsprechend nicht so lang. Vielleicht kommt man hin und wartet so 20 Minuten, halbe Stunde eventuell, ja. Und das Casting an sich dauert, ich würde sagen, zwischen 15 bis 30 Minuten, maximal 30. Also normalerweise geht es auch wirklich viel schneller, weil sie auch einen festen Zeitplan haben und möchten sehr viele Menschen an dem Tag sehen. Die abschließende Frage lautet dann also, was passiert eigentlich nach dem Casting? Die Produktion oder die Entscheidungsträger für das Projekt nehmen sich immer sehr viel Zeit. Es werden sehr selten kurzfristige Entscheidungen getroffen, wie ich finde. Also ich spreche jetzt so aus meiner Erfahrung. Es kann sein, dass es eine Woche dauert. Es kann auch manchmal sein, dass es 4 Wochen dauert, bis eine Entscheidung für ein Casting kommt. Es kann auch sein, dass man in die engere Auswahl kommt und man muss bestimmte Castingrunden absolvieren. Das heißt, es kann auch zu einem Konstellationscasting kommen, wo man weiß, okay, die 2 Rollen zum Beispiel sind besetzt und eine ist noch offen. Wir möchten jetzt aber gucken, wie diese 3 Leute, die zum Beispiel in, die 3 Hauptrollen in einem Projekt haben, wie agieren sie miteinander? Passt das überhaupt visuell? Passt das von der Dynamik? Also es kann sein, dass man nach mehreren Wochen oder nach einigen Tagen sogar schon eine Absage oder eine Zusage bekommt. Oder aber man wird in die nächste Castingrunde geschickt. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn ihr weitere Fragen habt, schreibt es in die Kommentare. Ich antworte sehr gerne darauf. Oder wenn ihr Fragen habt, wie ein Werbecasting abläuft, dann lasst es mich wissen und ich mache auch gerne ein Video darüber. Ich hoffe, ihr fandet es hilfreich und schaut euch gerne auf meinem Kanal um. Bis dahin, alles Gute. Tschüss.